Hallo, heute zeige ich euch mal, wie man sich in Lorville im Anflug ein bisschen zurechtfindet und den Spaceport findet. Das ist bei Nacht eigentlich relativ simpel. Ich bin jetzt hier gerade angekommen mit dem Quantum Travel und habe jetzt hier dieses typische Lorville-Symbol. Das ändert sich, wenn ich mit dem Quantum Drive draufgehe. Ich mache den Quantum Drive gerade mal aus. So, und dann seht ihr hier so ein paar orangene Lichter, die dieses große Gebäude hier eingrenzen. Und vielleicht, je nachdem aus welcher Richtung ihr kommt, seht ihr hier noch ein paar leuchtende Gebäude. Und wichtig ist hier hinten dieser viereckige Bereich. Das sind die Schriftzüge, jeweils so ein länglicher Strich. Da steht TISA Spaceport. Da fliegen wir jetzt gleich mal ein bisschen näher, da kann man das besser sehen. Ich gehe mal auf F4. Also bei Nacht ist das eigentlich nicht zu übersehen, da sollte man schon diesen Spaceport da hinten leicht finden. Das Problem ist, hier vorne die Bereiche, das sind Restricted Area und zumindest war es früher so, ich habe es jetzt lange nicht mehr ausprobiert, ist es so, wenn man da zu tief reinfliegt, dass man dann ja, explodiert. Ich glaube, man wird nicht abgeschossen, man geht einfach in die Luft. Deswegen solltet ihr nicht zu früh die Höhe runter auf den Spaceport zufliegen, sondern erstmal auf einer gleichbleibenden Höhe darüber und dann erst absinken. Das machen wir jetzt mal. Ich gehe wieder mit F4 rüber. Wir gucken auch mal gerade, wo wir sind, was uns hier oben diese Gradanzahlen anzeigen, die wir hier oben sind. Ich komme jetzt aus der Richtung, ich fliege jetzt in die Richtung 200 Grad. Ja, und gib mal Gas. Ich zeige euch auch mal, was ich meine mit diesem Warnhinweis. Wenn ich also hier zu niedrig drauf zufliege, dann seht ihr oben eine rote Warnung. Das wäre jetzt der direkte Weg zum Spaceport, den ich jetzt gerade fliege, hier auf dieses Viereck zu. Und wenn ich zu tief bin, kommt dieser Warnhinweis. Da ist er jetzt. So, Nearing Restricted Area. Ich ziehe jetzt mal die Nase auf 0 Grad hoch. Ne? Also hier diese 0, um nicht weiter abzufallen. Wenn ich die Höhe behalte und der Warnhinweis geht weg, ist eigentlich alles okay. Und sobald ich über diesen Spaceport bin, jetzt kann man den Schriftzug auch schon deutlich besser erkennen. Bleib mal kurz stehen, dann mal ein bisschen näher ran. Hello. So, der ATC, also der Air Traffic Control, hat sich bereits gemeldet. Ich zeige euch jetzt gerade nochmal hier diesen Schriftzug, damit ihr... Na, jetzt los. TISA Spaceport steht da, prima. Und ich hole jetzt die Landerlaubnis ein, dann weiß ich auch schon, wo ich landen darf. Also ich mache das immer mit F11. Dann auf Friends. Ihr könnt natürlich auch hier auf euer entsprechendes Display gehen und dort die Landerlaubnis einholen. Gut. Also ihr seht, da oben ist die Warnung jetzt da. Ich fliege jetzt trotzdem schon runter. Da vor mir ist auch schon mein Landeplatz. Ich mach mal Licht an. Viel wird das nicht bringen. Ja, und das sind hier meistens Top-Down-Landeplätze. Das heißt, ich muss von oben nach unten landen und nicht irgendwie von der Seite rein. Und wenn ihr ein sehr großes Schiff habt, dann ja, ist das schon mal eine Herausforderung, da zu landen. Mit der Titan, Avenger Titan, mit der ich hier gerade ankomme, ist das jetzt kein großes Problem. Da kann ich einfach kopfüber da reinfliegen. Ich zeige euch aber, falls ihr ein größeres Schiff habt, wie ihr das... ihr top-down trotzdem landen könnt, ohne jetzt kopfüber reinfliegen zu fliegen. Ihr
geht also im Grunde auf die F4 Außenansicht, drückt die Y-Taste, stellt die Kamera so ein, dass ihr gut von oben ein Gefühl dafür bekommt, wie ihr durch diese Öffnung kommt. Ja, und dann geht ihr mit der Steuerungstaste langsam nach unten. In dem Fall muss ich jetzt noch ein bisschen nach vorne. Und senkt euch langsam hier in den Landebereich ab. Ja, also das wäre dann die vorsichtige Variante. Habe ich mein Fahrwerk eigentlich schon draußen? Schauen wir mal. Nein, noch nicht. Drücken wir jetzt mal die N-Taste. So. So. Ja, also so, falls ihr in Lorville landen müsst, das war jetzt bei Nacht. Bei Tag sich zu orientieren ist dann, ich will nicht sagen einfacher, weil euch ja dann eventuell die Lichter fehlen, aber also die deutliche Beleuchtung fehlt. Aber das sollte eigentlich als Orientierung reichen, um sich auch bei Tag zurechtzufinden. Ja, viel Spaß.